Guten Morgen, Deutschland. Wir haben es endlich geschafft, liebe Leute. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Die demokratische Veranstaltung in Deutschland wird jetzt noch demokratischer. Genau, ja. Wir haben seit gestern den ersten offiziellen Bürgerrat. Also neben den anderen offiziellen Bürgerräten in den Kreistagen, in den Landtagen, im Land, Rat, Gemeinderäte, Kreisräte, Bundesrat, Bundestag, haben wir jetzt endlich noch einen weiteren offiziellen Bürgerrat. Und der wurde wunderbar demokratisch zusammengestellt, nämlich aus 20.000 Menschen, wo niemand weiß, woher die überhaupt kommen und wer die ausgesucht hat. Wurden einige Menschen, ich glaube 160, ausgesucht und die bilden jetzt den ersten Bürgerrat Deutschlands für mehr demokratische Teilhabe an ihrer Demokratie. Wunderbar, Frau Bass. Als Lottofee gestern hat sie wirklich eine wunderbare Figur abgegeben. Und was soll dieser Bürgerrat jetzt hier in unserem wunderschönen Land machen? Nun, er soll sich in dem Fall, der jetzt da gestern konstituiert wurde, mal um das Tierwohl kümmern und um die Ernährungssicherheit und soll dementsprechend Handlungsempfehlungen an den Bürgerrat im Reichstag geben. Dieser Bürgerrat im Reichstag wird dann die Handlungsempfehlungen des neuen Bürgerrates versuchen umzusetzen. Wunderbar, alles für ihre Demokratie und damit die Bürger da draußen mehr Substanz sehen. Das Ziel der Ampelkoalition ist ja, Politik und Bevölkerung wieder näher zusammenzubringen, eine Kluft zu überbrücken. Bundestagspräsidentin Baas sagt, man wolle die schweigende Mitte hören. Denn nach Umfragen ist eine Mehrheit tatsächlich derzeit nicht mehr überzeugt vom Funktionieren unserer Demokratie. Viele fühlen sich ausgeschlossen. Und vielleicht könnten Bürgerräte gerade in einer so aufgewühlten Zeit, in der zahlreiche Themen das Potenzial zur weiteren Spaltung der Gesellschaft in sich tragen, ein Weg sein, den Menschen zumindest das Gefühl von mehr Teilhabe zu geben. Das ist die Chance. Zumindest das Gefühl von mehr Teilhabe zu geben. Das ist die Chance. Wir wissen ja seit gestern, es gibt in Deutschland nur eine Alternative für Deutschland mit Substanz. Und das ist die CDU/CSU. Liebe Leute, ich finde diese Veranstaltung mittlerweile sowas von grottenschlecht. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die wird von Tag zu Tag grottenschlechter. Ja? Ich meine ganz im Ernst, ja? Ich meine, dass sie uns für dumm verkaufen. Das ist ja mittlerweile nichts Neues für Menschen, die sich mit der politischen Klimperkram da in Berlin beschäftigen. Ja? Aber was sie jetzt mittlerweile alles probieren, auf den letzten Metern, um den Geist, den sie vor einigen Monaten und sagen wir mal die letzten 3 Jahre aus der Flasche gelassen haben, was sie jetzt versuchen, um diesen Geist wieder in die Flasche zu drücken, das ist schon erstaunlich. Das ist wirklich schon erstaunlich. Also sämtliche Diskriminierungen, Beleidigungen, Denunzierungen haben nicht mehr gewirkt. Und jetzt geht eine Seite her und macht den harten Mann. Ja, die lassen jetzt den Konservativen raus, also diese Alternative für Deutschland mit Substanz von Friedrich Merz, genannt CDU/CSU, die maßgeblich für die Politik der letzten 30 Jahre verantwortlich ist. Die stellt sich jetzt da als die neuen harten Konservativen, genau, also mal wieder viel reden und nichts machen, wie immer, wir kennen das ja schon. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Ampelregierung, die zum einen beleidigt, denunziert, diskriminiert, große Teile der Bevölkerung, zum anderen aber genau diesen Leuten, die sie denunzieren, beleidigen und diskriminieren, jetzt das Angebot für noch mehr Teilhabe, Klammer auf, Teile und Herrsche, Klammer zu, anbieten. Wunderbar! Die beste demokratische Veranstaltung in der DDR 2.0 unter dem Deckmantel der Demokratie. Wunderbar! Liebe Leute, der Samstagmorgen kann nur besser werden in dieser besten, tollsten, wunderbarsten, traumhaftesten, demokratischsten Veranstaltung im freiesten Deutschland, was jemals auf deutschem Boden existiert hat. Und das Ganze natürlich mit totaler Meinungsfreiheit. Aber Obacht, ihr müsst immer an die Konsequenzen denken. Schönen Samstag.